Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder Slack mit einem neuen Video zu GTA Online. Denn heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, worauf mich wirklich super viele Leute darauf angesprochen haben. Denn heute geht es mal um den Kai Perico Heist, besser bekannt als beste Solo-Möglichkeit, um Geld zu verdienen und Sharkcuts aus dem Weg zu gehen. Aber Moment mal, Sharkcuts aus dem Weg gehen, das kann's ja wohl nicht sein. Ja, und genau dasselbe dachte sich auch Rockstar Games und hat sich mit dem neuen Los Santos Drug Cross Update den Kai Perico Heist ein weiteres Mal vorgeknüpft und noch schlechter gemacht. Denn die Wachen finden jetzt fast immer die getöteten Wachen und somit werdet ihr übertrieben oft entdeckt und außerdem entdeckt der Helikopter von den Rubio auch noch Wachen. Das bedeutet, wenn ihr auf eurer Flucht irgendwen tötet, dann werdet ihr eigentlich fast immer gesehen. Wieder geht los, viel Spaß dabei! Also Freunde, ihr wisst ja, der sehr beliebte Kai Perico Heist ist eigentlich die beste Möglichkeit, um schnell viel Geld zu verdienen, weil mittlerweile kennt ihn einfach jeder auswendig, jeder kennt schon so seine eigene Route, die man nehmen muss und dank der schlechten AI von Rockstar Games sind die Wachen auch wirklich leicht zu umgehen, wenn man erstmal verstanden hat, wie sie eigentlich funktionieren. Ja, und deswegen hat Rockstar Games auch schon im letzten Sommer-Update den Heist um einiges unattraktiver gemacht, als sie nämlich einen neuen Solo-Cooldown eingebaut haben. Solo-Spieler können jetzt nämlich nur noch alle 48 Minuten in echt den Kai Perico Heist neu starten, zuvor waren es zum Vergleich nur circa 10 Minuten. Dennoch, mit dieser Änderung ließ es sich gut leben, denn ja, man muss jetzt zwar etwas mehr Zeit mitbringen, aber während der Cooldown läuft, kann man sich ja noch zusätzliches Geld mit Telefonzellenattentaten verdienen. Aber eben mit dem Release des neuesten GTA Online DLCs am letzten Dienstag hat Rockstar Games halt wieder einmal den Kai Perico Heist schlechter gemacht und jetzt auch wirklich Änderungen vorgenommen, die den Spielablauf massiv stören. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, zeige ich euch direkt mal Gameplay-Aufnahmen, damit man das einfach leichter versteht, was nun verändert wurde. By the way, gleich zeige ich euch auch noch einen Weg, wie ihr den Heist spielen könnt, ohne dabei entdeckt zu werden. Ich bin mit der Kosatka zum Anwesen gekommen, habe dann am Anwesen alle Wachen ausgeschaltet, die mir auf meiner Route im Weg standen und bin dann in Erubios Büro gekommen. Im Büro angekommen, habe ich mich aber kurz selber gefragt, ja, was haben denn die Leute, ist doch eigentlich alles easy bis jetzt? Ja, dachte ich auch, bis ich dann die Kunstwerke gestohlen habe, denn dann wusste auf einmal die gesamte Insel, dass es gerade einen Raub gibt und jeder wusste auf einmal, wo ich bin. Dadurch ist also nicht nur die Flucht ungemein schwierig geworden, weil zum Beispiel ich die ganzen anderen optionalen Missionen gar nicht spiele, um zum Beispiel die Helikopterunterstützung zu schwächen. Aber nein, auch der Heißbonus ist somit leider futsch. Ich habe dann aber noch ein paar Mal den Heist gespielt und wurde wirklich jedes Mal entdeckt, obwohl ich nie im Blickfeld der Wachen war. Denn wie gesagt, seit dem Update finden halt die Wachen die getöteten Wachen. Aber nicht irgendwie in einem realistischen Weg, ich habe einfach immer die Wachen getötet und extra darauf geachtet, dass niemand die Leiche sehen wird. Aber trotzdem, als ich aus Erubios Büro rauskam, wurde ich sofort wieder von aggressiven Wachen begrüßt. Und hier noch eine Anmerkung, ich habe heute ausnahmsweise die Kosatka als Anreise gewählt, um schneller an Erubios Villa zu sein. Normalerweise nehme ich nämlich immer die Longfin und loote dann alles am Flugplatz, weil man da aber einen echt langen Anreiseweg bis zum Anwesen hatte, dachte ich, dass man das eh nicht schafft, zum Anwesen zu kommen, ohne dass die Wachen eine Leiche entdecken. Ja, man muss auch leider ehrlich sein und sagen, nun nach 2 Jahren braucht man leider doch eine neue Route. Ich denke, vielen geht es nämlich so wie mir und jeder hat seine ganz persönliche Route, die er wahrscheinlich seit 2020 nimmt und mittlerweile auch einfach perfektioniert hat. So ging es mir jedenfalls. Aber diese auswendig gelernte Route ist in meinem Fall leider aber nicht mehr anwendbar, weil leider immer irgendeine Wache irgendeine Leiche entdeckt. Das heißt, bis man sich mit den neuen Änderungen angefreundet hat und versteht, wie die neuen Änderungen den Heist verändert haben, wird der Überfall wirklich ziemlich mies zum Spielen sein. Aber keine Sorge, ich habe jetzt noch eine Anleitung, wie ihr den Heist absolvieren könnt, ohne gesehen zu werden, denn der Reddit-User TheOriginalOrion hat auf dem GTA Online Subreddit dieses Video hier gepostet, denn hier spielt er gerade das Finale und zeigt eine Route, die sicher ist. Der Link zum Post ist natürlich auch in der Videobeschreibung, aber wenn ihr jetzt kein Englisch könnt oder vielleicht einfach nicht so gut Englisch könnt, dann könnt ihr jetzt auch einfach das Video hier von mir weiterschauen, weil ich das jetzt alles übersetze. Also, er zeigt jetzt einen sicheren Weg für die Kosatka. Da kommt man ja hier an Erubios Anwesen an, geht nun einfach die Treppe hoch und erledigt dann hier am Pool beide Wachen. Anschließend müsst ihr auf den Juggernaut warten. Und Achtung, der Juggernaut ist seit dem Sommer-DLC auch um einiges schwerer geworden, denn man kann ihn jetzt nicht mehr mit einem einzigen gezielten Kopfschuss ausschalten wie früher, sondern erst nach 3, 4, 5, manchmal auch 6 Schüssen auf den Kopf. Also das ging bei mir ziemlich oft schief. Deswegen empfiehlt der Reddit-Nutzer, ihn mit den Händen zu erschlagen, beziehungsweise mit eurer Granate beziehungsweise Haftbombe. Folgt ihm dafür einfach, schleicht und drückt dann Kreis, um ihn gezielt zu erschlagen. Auf diesem Wege fällt er nämlich zu Boden und ihr könnt dann einfach ein Magazin auf seinem Kopf leeren. Direkt danach dreht ihr euch um und erledigt die Wache, die direkt hinter ihm patrouilliert. Anschließend springt ihr über den Zaun und tötet jetzt die Wache, die hier vor dem Büro steht, achtet aber auch darauf, dass die Kamera, die in der Nähe ist, ihn nicht sehen kann. Als nächstes macht ihr die Kamera kaputt und folgt dann dem Gameplay. Am Büro angekommen, erledigt ihr noch diese Wache und diese Wache, die hier an der Treppe steht, geht dann die Treppe zum Büro hinauf und erledigt noch die letzte Wache, die euch auf der Treppe entgegenkommt. Jetzt kommt der gewohnte Teil, den wir eigentlich überspringen können. Habt ihr jetzt nämlich die Beute, nehmt ihr den Aufzug und fahrt wieder nach oben. Und die neuen Wachen, die jetzt übrigens gespawnt sind, sehen zum Glück nicht mehr die Bereiche
bereits getöteten Wachen. Verlasst das Anwesen jetzt einfach über das Haupttor. Aber auch Achtung bei der Flucht, denn der Helikopter, den El Rubio gleich nutzen wird, der wird auch getötete Wachen außerhalb des Anwesens finden. Und früher habe ich immer die Wache hier am Motorrad getötet und bin dann mit dem Motorrad einfach ins Meer gesprungen. Das solltet ihr aber heute nicht mehr machen, weil wie gesagt der Helikopter diese Wache finden würde. Also müsst ihr jetzt noch ein bisschen Zeit aufwenden und dann bis zu den Schranken kommen, um dann hier über diesen Tank nach draußen zu springen. Klärt euch noch anschließend das Motorrad, was direkt vorm Tor steht, und begebt euch dann zum Dock. Hier könnt ihr jetzt wieder die Wache und die Kamera ausschalten und euch dann noch weitere Beute holen. Anschließend müsst ihr noch diese Wache hier ausschalten, die da gleich hergelaufen kommt, und wenn eure Tasche nun voll ist, könnt ihr jetzt eigentlich direkt in das Boot steigen und vom Anwesen entkommen. Aber gut, wenn ihr jetzt dem Video 1 zu 1 folgt, solltet ihr es eigentlich schaffen, nicht mehr von den Wachen entdeckt zu werden. Wie gesagt, das ganze Video findest du jetzt aber auch nochmal beim Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das jetzt vielleicht zu schnell ging. Aber gut, Freunde, was haltet ihr denn jetzt eigentlich von den neuen Änderungen? Angebracht, um den Heist nach 2 Jahren wieder schwierig zu machen, oder absolut unnötig, weil der Heist jetzt einfach keinen Spaß mehr macht? Schreibt mir das doch super gerne unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt drauf, und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.